Da ist sie. Dieses kleine Rotzgör und dieser beschissene Priester, ne? Die müssen wir irgendwie noch kriegen. Ich hoffe, dass wir die noch irgendwie kriegen können. Okay, ich gehe zuerst. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Also ich wäre jetzt an ihrer Stelle auch total... Also ich wäre total... Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt Angst vor dem Fluss. Aber sowas von... Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was zur Hölle ist das? Oh nein. Was ist das da? Das ist sie, das ist sie, das ist sie. Lauf! Hart, verdammt! Oh nein. Shit. Das ist die Stelle, oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße, hey! Hilf mir doch mal! Halt dich gut fest! Ich muss sie retten. Ich komm gleich zurück, John! Halt durch! Schnell, greif nach meiner Hand! Oh oh. Spring und greif meine Hand! Das war wieder falsch, ich hab's doch gesehen. Ich vertraue dir! Okay, ich vertraue dir! Schnell, schnell, schnell! Oh! Oh. Bitte, bitte, bitte! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott. Und was ist mit John? John ist oben? Oh, richtig entschieden. Wir haben sie gerettet. Wir haben das vom Bild nicht eintreffen lassen, dass sie runtergezogen wird. Oh Gott. Oh, Gänsehaut! Aber endlich mal richtig. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, dass wir sie nicht geopfert haben. Puh, das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, käme eine Waffe wohl recht gelegen. Finden Sie nicht? Hätten Sie sich bloß genauer umgesehen, nicht wahr? Zu spät jetzt. Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben Sie lieber an Daniels Theorie? Und Sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oder begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ewigen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Möchte ich den haben? Ja, okay. Also schön. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes
Und wie er, verzeiht euch selbst. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, sie sollten fortfahren. Ach, Mann. Aber hey, wir haben bis jetzt keinen verloren und das ist schon mal super. Halt! Haben wir jetzt alle? Wo sind die anderen beiden? Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Ich bin ja dankbar. Er hat mich gerettet. Was auch immer es war, ist noch da draußen. Er hat Angela gerettet. Vielleicht verfolgt es uns schon. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Oh oh. Das klingt nicht gut. Verschwinden wir hier. Das klingt doch immer noch nach Ketten. Ich will das nicht. Und scheiß auf eine Waffe. Eine Waffe bringt uns einen Scheiß, glaube ich. Können wir weiter? Das sind ja Geister. Ist da was? Da ist was. Hey, Prof, geh doch da. Hier liegen Thomas Women, Gouverneur und Friedensrichter, verstorben am 30. Juli 1701 und seine Frau Mary Women, von uns gegangen im Februar 1699. Wen hast du da? Kann ich da auch gucken? Nein. Nein, kann ich nicht. Super. Wir sind, glaube ich, auf dem Friedhof. Ist das nicht schön? Nein, ich möchte mich erst noch weiter umgucken, bitte. Danke. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Warum ausgerechnet hier? Los, weg hier. Ja, doch gleich. Guck dich doch erstmal um. Vielleicht findet man noch irgendwas. Da, gucke, das hat man verpasst. Hier liegt Abraham Alistair, verstorben am 13. Februar 1699. Factum fieri infectum non potest. Ja, ich... Wer es übersetzen kann, bitte gerne. Ich kann es leider nicht übersetzen. Oh, das geht ja hier noch ewig weiter. Finde ich überhaupt noch irgendwas? Huch. Okay. Die laufen mir Gott sei Dank alle nach und hauen die schon ab. Hier ist eine Bank. Das war nichts. Hier ist noch was? Oh, hier sind sogar mehrere. Untersuchen. Beeindruckend, dass noch jemand dieses Grab besucht. Tanya A. Clark. Das ist die, wo alle um das Grab standen, ganz am Anfang. August, nee, Quatsch, 16. Januar 1972. Dann müssen ja alle anderen auch 16. Januar. Eigentlich schon, oder? Ich meine. N. Clark, 16. Januar.
James Clark, 16. Januar. Liebevoller Vater, es war ein Arschloch. Dennis F. Clark, 16. Januar. Geliebter Sohn und Bruder, ja. Vielleicht. Angucken. Megan Clark, auch 16. Januar. Tragisch, wenn jemand so jung stirbt. Das war die Kleine. Die ist 12 geworden. Hast du da noch irgendwas? Siehst du da irgendwas? Wieso guckst du den Busch an? Was stimmt nicht mit dir? Wir haben die Clarks gefunden. Da liegt noch was. Da kann ich mich da hinsetzen? Untersuchen. Oh. Was ist das? Ich sehe halt nichts. Oh. Wir haben den Mond gefunden und die Sonne. Das ist ein Glücksbringer, nimm die mit. Blöde Kuh. Ja gut, ich glaube, dann sind wir hier auch so weit durch. Wir haben die Clarks gefunden, den Glücksbringer nicht mitgenommen. Warum auch... Oh, was war das? Achso, nee, das war ein Gräber. Sah gerade so aus, als würde es dann noch durchgehen. Naja, geht's halt nicht durch. Shit happens. Dann noch einmal hier rum. Ansehen. Achso, das war ich schon. Abraham Alistair. Den habe ich mir schon angeguckt. Ja, ja, ich komme schon. Alles gut. Auf geht's. Sind wir jetzt rund? Wir sind einmal rund, glaube ich. Hoffe ich. Ich gehe lieber nochmal da lang. Ich müsste ja eigentlich schon hier lang gegangen sein, oder? Ja, da sind wir reingekommen. Okay, das haben wir uns angeguckt. Dann gehen wir durchs Tor. Aber schön, dass wir Angie jetzt spielen dürfen. Das ist nämlich genau die Art Anführerin, wo ich mir denke, die packt das. Tausendmal besser wie er. Lauft, bitte, rennt. Oh. Bloß weg von der Brücke. Ja. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Mhm. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Oh nein. Verstecken, schnell. Okay. Krieg hin, hoffentlich. Oh Gott. Oh. Das ist wieder nur er. Heilige Scheiße. Was macht er da? Der ist schon echt seltsam. Gehen wir ihn besser aus dem Weg. Ja, besser ist es. Was hat die Frau gesagt, bevor sie sie ertränkt haben? Das Mädchen muss gestoppt werden. Mhm. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Na los, gehen wir. Nein, sie meinte definitiv, das Mädchen muss gestoppt werden. Definitiv. Ich sehe mich drinnen um. Oh, ist doch nicht wahr. Oh nein. Oh. Nein, geh weg. Das ist nicht gut. Ich dachte, die will uns helfen. Und jetzt, wo sie tot ist, will sie uns alle umbringen, oder was? Bald. Die sind abgehauen, oder wie? Wie geht's? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Ja, bleib einfach bei mir. Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Wenn du nah sagst, wie nah genau? Ist doch nicht ihr Ernst. So nah? Ja, die haben ja eigentlich eine Beziehung. Ich, nee, geh weg, aber ja, komm. Bisschen näher?
noch näher. Beziehung stärken und so. Tja, auf geht's. Er hat anscheinend immer noch ihr Handy oder jetzt eine Taschenlampe. Woher hat er jetzt die Taschenlampe? Was war das? Keine Ahnung. Nichts, vermutlich. Doch, da war was. Ja, bestimmt. Historischer Pfad von Little Hope. Hexenpfad. Okay. Laufen wir den Hexenpfad lang. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Ja, ach nee, wo lang denn? Anderen Weg. Blöde Kuh. Okay, mal gucken. Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Meins auch nicht. Ich möchte gern hier weg. Sehr gerne sogar. Guck dich ganz gut um. Immer rechts und links. Hey, hier drüben. Sieh dir das an. Ist das der? Aber da war kein Stein, gell? Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Lauf doch am besten vorne zum Wasser und guck nach. Shit. Super Idee. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Wow. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke dann noch steht. Okay. Oh oh. Da, der bricht doch durch. Ja, ging doch. Eigentlich. Was ist das? Aus Versehen auf die Stummtaste gekommen. da lang. Was war da? Da war doch irgendwas. Hier ist eine Bank. Auf der Bank liegt nichts. Kacke. Ich hätte gern ein paar Hinweise. Noch mehr Bänke? Da geht's nur zurück. Also lauf mal weiter. Auf geht's.